Barcelona ist die Hauptstadt der Katalanen. Sie ist zutiefst geprägt durch ihre Lage am Mittelmeer und eine lange Geschichte als bedeutende Hafenstadt. Barcelona bewahrt die Zeugnisse jahrtausende alter Kulturen, hütet seine Traditionen und gilt gleichzeitig als eine der dynamischsten und kreativsten Metropolen Europas. Mit 1,6 Millionen Einwohnern ist Barcelona die zweitgrößte Stadt Spaniens. Mehr als 60% der hier lebenden Menschen sind in Katalonien geboren. Die Katalanen sind stolz auf ihre Nation und pflegen ihre Eigenheiten und Traditionen. Katalanisch ist kein Dialekt des Spanischen, sondern eine eigenständige Sprache. Barcelona ist derzeit die einzige Stadt der Welt, die sich rühmen darf, mit 9 Bauwerken auf der Weltkulturerbeliste der UNESCO zu stehen. 7 dieser Werke wurden vom unvergleichlichen Architekten Antoni Gaudí entworfen und erbaut. Wie kein anderer hat er erheblich zum Weltruhm der Stadt beigetragen. Der Park Güell scheint wie aus einem Märchen entsprungen. Eigentümlich, aber wunderschön. Als einer der bekanntesten Sehenswürdigkeiten von Barcelona wird der Park als Antoni Gaudis Hommage an die Natur bezeichnet. Am Eintritt zum Park stößt man auf ein kleines Häuschen. Es war die Unterkunft der Parkwächter und dient heute als Empfang für die Besucher. Von hier führt eine Freitreppe in die Markthalle. Viele der Materialien, die der Architekt zum Bauen benötigte, fand er auf dem Gelände. So stammen die Bestandteile der zahlreichen Mosaike im Park von den benachbarten Keramikfabriken. Der Aufgang wird vom Wahrzeichen des Parks, einem Salamander, bewacht. Die Halle, ein Wald römisch inspirierter Säulen, stützt den Hauptblickfang, die große Terrasse. Die Anspielung an römische Tempel bezieht sich auf eine alte Römerstraße, die hier vorbeiführte. In allen Winkeln ist die Bewunderung des Architekten für die Formen der Natur zu spüren. Gaudí wollte den Eingriff des Menschen in dieser Welt als Ergänzung der Natur verstanden wissen. Dies ist ihm ohne Zweifel gelungen. Durch sein kostenschonendes Bauen, das bereits damals vom Umweltgedanken lebte, entstand ein durch Terrassen und Stützmauern durchzogenes Gelände, das den Eindruck von natürlich gewachsenen Formen macht. Geplant waren 60 Villen, welche jedoch keine Interessenten fanden, sodass nur 2 Gebäude, die Wege und die umfangreiche Gartenanlage fertiggestellt wurden. Nach der Weltausstellung 1929 wurde der Park der Öffentlichkeit übergeben. Die von den Säulen getragene Terrasse ist gesäumt von einer mit Bruchkeramik überzogenen Balustrade und besticht mit einer atemberaubenden Aussicht über Barcelona. Behutsam und originell wurden Wege, Laubengänge, Mauern und Brücken in wildem Gewirr in die Landschaft eingefügt. Mit
Mit der Grünanlage hat Gaudi einen zauberhaften Märchenwald erschaffen. Innerhalb von 14 Jahren erschuf Gaudi einen Park in einer nie gesehenen Pracht. Die unzähligen detailreichen Keramikarbeiten und Mosaikkonstruktionen machen den Parc Güell weltberühmt und ziehen jährlich mehr als 3 Millionen Menschen an. Auf der Passeig de Gracia befindet sich das farbenprächtige Casa Batlló, eines von Gaudis vielen Meisterstücken. Wie für Gaudi typisch, werden gerade Linien überall vermieden, wo dies möglich ist. Die Fassade ist verziert mit bunten Mosaiken. Im ersten Stock finden sich unregelmäßige ovale Fenster. Die Balkone auf den niedrigen Etagen haben knochenartige Pfosten, während sie auf den höheren Etagen wie Teile von Schädeln aussehen. Das bunte Dach erinnert an die Schuppen eines Reptils. Einige Experten für Gaudis Architektur meinen, das Dach repräsentiere einen Drachen. Das Kreuz symbolisiere das Schwert des heiligen Georg, der damit den Drachen erlegt habe. Weit des Casa Batlló befindet sich das nächste Bauwerk Gaudis, die Casa Milà. La Pedrera heißt übersetzt das Steinbruchhaus. Diesen Kosenamen bekam die Casa Milà wegen der ungewöhnlichen Bauweise. Die Front des Hauses wirkt wie ein massiver Felsen, der nur durch Wellenlinien und aus Eisen geschlagenen Ornamenten aufgelockert wird. Wegweisend war auch die Konstruktion im Inneren. So verfügt das Haus über ein natürliches Belüftungssystem, welches eine Klimaanlage überflüssig macht. Die Innenwände des Casa Milà lassen sich mit wenig Aufwand verschieben, was durch eine Betonstahlkonstruktion ermöglicht wurde, die ohne tragende Wände auskommt. Eine architektonische Meisterleistung für das Jahr um 1900. In Barcelona ist eine touristische Sehenswürdigkeit so eng mit dem alltäglichen Leben der Einheimischen verbunden, wie beim Mercat de la Boqueria, der Markt im Herzen der Stadt. Der Name des Marktes stammt wahrscheinlich von dem Wort Boc für Ziege ab, denn hier wurde bereits im 13. Jahrhundert Ziegenfleisch verkauft. Im Mercat de la Boqueria finden Sie nahezu alles, was das kulinarische Herz begehrt. Frischer werden Sie nirgends ein Essen genießen können, denn an vielen Ständen können Sie die Produkte nicht nur probieren, sondern auch gleich ein Mittagessen zu sich nehmen.
Der wohl bekannteste Marktstand ist die Pinotox Bar. Der charismatische Inhaber Juanito Bayen ist eine Institution und steht seit 1952 persönlich in seinem Geschäft. Man muss einfach die eine oder andere Köstlichkeit probieren. Eine unglaubliche Auswahl an frischem Fisch, Meeresfrüchten und natürlich dem delikaten spanischen Rohschinken lassen dem Besucher das Wasser im Munde zusammenlaufen. So, habe ich heute schon so viele gute Sachen gegessen, Kleinigkeiten, aber das habe ich wieder nicht widerstehen können. Serrano-Schinken, die würzige Wurst und einen guten Kass. Das ist einfach unglaublich, da den ganzen Tag mehr essen. Ich glaube, da werden wir uns ganz genehmigt. Wenn man eine Liste mit den 10 beliebtesten Orten Barcelonas machen würde, dürfte der Mercat de la Boqueria mit seiner kulinarischen Vielfalt und dem bunten Treiben auf keinen Fall fehlen. Das U-Bahn-Netz in Barcelona ist wirklich super ausgebaut. Man kommt ganz schnell von A nach B und auch die wichtigsten Sehenswürdigkeiten sind super, super angeschlossen. La Ciutadella ist eine grüne Oase inmitten des historischen Stadtzentrums und grenzt direkt an den Zoo Barcelonas an. Mit vielen Grünflächen sowie einem See lädt er zum Entspannen, Picknicken oder einer Fahrt mit dem Ruderboot ein. Der Brunnen Font de la Cascada im nördlichen Teil gilt als ein Highlight des Parks. In der Mitte des Springbrunnens steht eine Marmorfigur der Venus und auf der Spitze des Triumphbogens ist die goldverzierte Aurora in ihrem goldenen Wagen einer Quadriga zu sehen. Im Zentrum des Brunnens sind der Wasserfall und die Wasserfontänen. Hier lässt sich die Inspiration des Trevi-Brunnens aus Rom wiedererkennen. Beliebte Alternative der Einheimischen zum Strand. Unter den schattenspendenden Bäumen treffen sich Familien und junge Leute, um hier einen gemütlichen Sonntag zu verbringen. Ob tanzen, musizieren oder seine akrobatischen Fähigkeiten zu verbessern, für jeden ist etwas dabei. Ungezwungene und ausgelassene Stimmung ist ansteckend und lädt zum Relaxen und Beobachten ein.
Wir sind jetzt beim Triumphbogen, der da mitten in Barcelona steht, an einem wunderschönen Arkade, kann man da fast sagen, eingesäumt von Palmen, wurde 1988 anlässlich der Weltausstellung hier in Barcelona erbaut. Der ist also im maurischen Stil auch erbaut, wie man sehen kann, mit roten Backsteinen. Und der Triumphbogen ziert nicht nur das Stadtwappen von Barcelona, sondern auch die Wappen der 49 spanischen Regionen, die sind dort abgebildet. Das schauen wir uns jetzt mal ein bisschen genauer an. Die rötlichen Ziegel, die den Bau bilden, sind von allen Seiten aufwendig dekoriert. Auf der Südseite findet man eine komplexe Christusdarstellung von Josep Llimona. Wir sind am Weg zur Sagrada Familia, Antoni Gaudi, wohl bekanntestes Bauwerk. Das ist diese berühmte Kirche da mitten in Barcelona, die schon weit über 100 Jahre daran gebaut wird und wohl das bekannteste Wahrzeichen Barcelonas eben ist. Und das schauen wir uns jetzt an. Durch ihre Türme, die sich gen Himmel strecken, ist sie schon von Weitem gut zu sehen. Am Haupteingang findet man die Geburtsfassade, welche die Geburt Christi versinnbildlicht. Diese wurde sehr lebendig gestaltet und reich dekoriert. Es ist die einzige Fassade, die Gaudi zu Lebzeiten vollendet sah. Am Ausgang der Kirche befindet sich die Passionsfassade, welche den Tod und die Wiederauferstehung darstellt. Dieser Teil der Kirche wurde um 2000 fertiggestellt und wirkt im Gegensatz zur Geburtsfassade nüchtern und schlicht. Die wahre Genialität zeigt sich jedoch im Innern. Es scheint ein magischer Wald zu wachsen. Die Säulen wirken wie mächtige Baumstämme, deren Blattwerk sich hoch oben filigran verzweigt. Der Innenraum ist eine Komposition aus Formen der Natur, Geometrie und lebendigem Farbspiel. Bei der Gestaltung ließ sich Gaudi von all seinen bisherigen Bauwerken inspirieren und vereinte diese zu seinem Meisterwerk. Fenster der Sagrada Familia erzeugen eine magische Atmosphäre. Das von außen eintretende Licht taucht Säulen und Wände in bunte Farben und verleiht dem Innenraum eine faszinierende Lebendigkeit. Die Krypta unter dem Altar ist der älteste Teil der Basilika und auch der Ort, an dem Gaudi am 12. Juni 1926 begraben wurde. Über die Fenster können Sie einen Blick in die Krypta werfen. Besucht werden kann sie nur während der Messe. Ein unglaublich beeindruckendes Gebäude. Wir sind komplett überrascht gewesen und waren unglaublich fasziniert auch von den Lichtspielnerinnen.
Ja, jetzt schauen wir nochmal, rechnen wir die letzte Runde und machen nochmal einen Rundumblick quasi und dann verlassen wir wieder das Gebäude. Die Sagrada Familia ist die unbestrittene Ikone Barcelonas und das Meisterwerk von Antoni Gaudi. 2026, zum 100. Todestag, soll die Basilika fertiggestellt werden. Das Kolumbus-Denkmal steht am Ende der berühmten La Rambla im Stadtteil Barigotique und wurde 1888 zur Weltausstellung erbaut. Gewidmet ist sie Christopher Columbus, dem Entdecker Amerikas. Heute ist sie wichtiger Teil des Hafenbildes. Im Stadtteil Barigotique ist noch immer das Barcelona des 15. Jahrhunderts mit seiner ganz besonderen Atmosphäre lebendig. Mit den verwinkelten Gassen im Stil des alten Europas bildet dieses malerische Viertel das wahre Herz Barcelonas. Den Mittelpunkt des Viertels bildet die Kathedrale von Barcelona. Die imposante Kathedrale von Barcelona befindet sich am höchsten Punkt der Altstadt, auf dem Pla de la Seu und beeindruckt durch ihre prunkvolle gotische Fassade. Der Kathedrale wird oft für Feste und Veranstaltungen genutzt. Unzählige Straßenkünstler und Akrobaten unterhalten die flanierenden Besucher und beeindrucken mit ihren Darbietungen. Auch bei Nacht erstrahlen die Bauwerke Barcelonas. Es ist ein guter Zeitpunkt, um gemütlich spazieren zu gehen und die Architektur des katalanischen Jugendstils aus einer neuen Perspektive zu betrachten. Die Sagrada Familia ist mit speziellem Licht ausgeleuchtet, als ob ein glühendes Meisterwerk sich in die Dunkelheit emporhebt. Nicht
nur tagsüber zieht der bekannte Strand La Barceloneta viele Menschen an. Auch nachts herrscht auf der Promenade ein reges Treiben. Wunderschön leuchtet die Skyline Barcelonas in vielen bunten Farben. Barcelona, zwischen dem Meer und den Bergen gelegen, ist für seine Mischung aus gotischer und moderner Architektur berühmt. Seine außergewöhnlichen und unkonventionellen Bauwerke sind weit über die Grenzen Spaniens berühmt. Was wäre Barcelona ohne die weltberühmten Gebäude von Antoni Gaudí? Die Casa Milà, der märchenhafte Parc Güell und vor allem sein Lebenswerk, die Sagrada Familia, machen den Architekten unsterblich. Barcelona fasziniert nicht nur wegen seiner Architektur. Es sind die Menschen, die Kataloniens Hauptstadt ihr Gesicht geben und für ihr Lebensgefühl stehen. Wer einmal in das kulturelle Treiben der Stadt eingetaucht ist, wird immer wieder die Sehnsucht verspüren, Barcelonas Facetten zu erleben.